Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ihr könnt es schon erkennen. Ich bin nicht zu Hause, ich sitze im Auto und zwar habe ich eine kleine Mission. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg nach Roermond ins Designer Fashion Outlet. Wer mich schon so ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass das damals mein zweites Zuhause irgendwie war. Also ich war früher wirklich extrem oft da, habe da sehr, sehr viele krasse Deals gemacht, sehr viele Sachen gekauft und ich dachte mir heute, wir checken das nochmal ab. Ich glaube, ich war das letzte Mal in Roermond vor 2 Jahren oder so. Ich war Ewigkeiten nicht mehr da, habe aber auch seitdem nur Schlechtes irgendwie gehört. Also alle meine Kollegen, die letzte Zeit da waren, meinten, alles ist total schlecht geworden. Es gibt keine nice Angebote mehr, keine geilen Sachen mehr und das checken wir heute ab. Deswegen gibt es heute einen kleinen Shopping-Vlog. Ich bin in ca. 20 Minuten da. Ist auch nicht weit weg von mir. Ich glaube, ich bin jetzt insgesamt 35 Minuten gefahren oder so. Dann schauen wir mal, was es so gibt, was es für Angebote gibt, was es vielleicht für Sachen gibt. Und vielleicht machen wir den einen oder anderen Stil. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst einen kostenlosen Kommentar. Lasst ein kostenloses Abo da. Schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich angekommen bin. Let's go. So, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Alle von euch, die das Auto in Roermond jetzt vielleicht gar nichts sagen. Hier gibt es halt Prada, Gucci, Burberry, Moncler, all diese Designer-Stores, aber halt auch eben normale Stores, wie zum Beispiel Nike, Carhartt, Levi's, all diesen ganzen Kram. Und früher war ich hier wirklich geisteskrank oft, hab hier unfassbar kranke Steals gemacht, seien es irgendwelche Levi's-Hosen für 15 Euro, seien es irgendwelche Nike-Schuhe, seien es irgendwelche Carhartt-Hosen, ich habe hier alles mitgenommen. Und wir checken jetzt mal ab, was sich hier so getan hat, ob wir coole Steals finden, ob wir coole Sachen finden. Und wir gehen jetzt mal rein. Welcome, man wird sehr, sehr weihnachtlich empfangen. Hier geht's rein, let's go. Der erste Store, der einem sofort entgegenkommt, ist dieser riesige Nike-Store. Und da steppen wir jetzt auch direkt mal als erstes rein. Es gibt hier auf jeden Fall Basics en masse in jeder möglichen Farbe. Hellgrün, dunkelgrün, Bordeauxrot. Hier so ein Orange-Braun ist auch am Start. Hier auch dieses klassische Grau. Also diese Hoodies gibt es wirklich in jeder möglichen Farbe hier. Es gibt die Farben auch alle nochmal als Jogginghose, aber das sind alle diese Slim-Fit, Skinny-Fit-Jogger mit Bund unten. Also die sind jetzt nicht so nice, sage ich euch ehrlich. Dasselbe Spiel geht auch für Sweater. Es gibt auch jede Farbe nochmal als Sweater, hier das Schwarz. Hier sind nochmal ganz viele und falls ihr es interessiert, der Sweater kostet zum Beispiel 41 Euro anstatt angeblichen 60 Euro. Aber kleiner Real Talk zu diesen ganzen Nike-Basic-Produkten, die ihr hier findet, die ich euch auch gerade alle gezeigt habe. Ihr müsst wissen, dass die alle extra fürs Outlet produziert sind. Die kann man bei Nike gar nicht kaufen, die sind extra alle fürs Outlet produziert. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt hier irgendwie krasse Steals findet, dass ich denke, boah krass, ich krieg den Basic anstatt für 60, für 40 Euro. Das ist alles kompletter Cap, die werden extra fürs Outlet produziert und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr es wisst und das ist bei ganz vielen anderen Produkten auch so. Weil die versuchen hier ein bisschen mit euch zu spielen, dass wir am Black Friday mit diesen Fake-Angeboten, ihr müsst da aufpassen. Ansonsten, die ganzen Sachen, die hier sind, sind so unfassbar trash und ich muss euch die gar nicht zeigen. Alles, was hier hängt, ist so, also der letzte Müll. Hier hängt halt 90% irgendwie sowas. Ne? Hier so ein Kram, hier sowas. Wobei ich muss sagen, die Weste ist nicht mal kacke. Also die Farbe ist vielleicht doof, aber so an sich ist keine schlechte Weste. Oh, hier ist sogar eine White-Leg-Jogger, ne? Könnt ihr sehen, mit schönen breiten Beinnoten, aber halt nur in Blau. Gäbe es die in dem Grau, wäre 10 von 10, würde ich sogar mitnehmen. Aber die Graue hier gibt es halt nur mit diesem engen Bund unten und das ist nicht so die Wave. Die kostet zum Beispiel 37,99 €, ist sogar ein guter Preis. Das kann man sogar machen. Gibt es halt auch unnormal viele so Sportsachen, wie zum Beispiel hier auf einmal so ein Paris-Anzug. Trainingsjacke geht sogar eigentlich auch klar. Die ist auch gar nicht mal so schlecht. Würde ich mir jetzt auch nicht ziehen. Aber gehört auf jeden Fall zu den besseren Sachen hier. Wir checken jetzt nochmal hier die ganzen Schuhe ab. Weil hier bis nach da hinten gibt es überall nur Schuhe. Aber hier sage ich euch auch ehrlich, kann man eigentlich vergessen. Konnte man aber schon immer vergessen. Also Schuhe waren hier nie wirklich krass. Ist halt ein Outlet, ne? Hier landen dann die Schuhe, die wirklich niemand will. Wie zum Beispiel den hier. Wer will diesen Schuh? Dann gibt es hier noch so riesige Wände, wo diese ganzen Schuhkartons alle offen so rumliegen. Ich glaube, die ganzen Größen sind auch alle komplett verdreht. Hier ist nichts irgendwie richtig. Aber das sind dann die preiswertesten, weil hier gibt es nochmal 30% auf die ganzen Outlet-Preise obendrauf. Ich habe die hier gerade gefunden. Die sind eigentlich sogar ganz nice. In diesem Cream-Braunton. Die kann man safe machen. Kosten hier 89 Euro. Gibt es in jeder möglichen Größe. Und ich würde sagen, das ist somit der beste Schuh, den ich jetzt hier gefunden habe. Socken habe ich mir hier früher auch immer gezogen. Aber die haben mittlerweile auch nicht mehr die lange Version. Die haben nur noch diese kleinen Socken, die so kurz sind. Ich weiß noch ganz genau, die langen Nike-Tennissocken, Dreierpack, gab es hier damals für 7 Euro. Habe ich immer eingepackt. Kannst es vergessen. Kompletter Trash. Hä? Seit wann ist hier ein New Balance Laden? Den kenne ich gar nicht. Das ist einfach ein New Balance Laden auf einmal. Ah, nice. Jetzt hat es nochmal angefangen zu regnen. Das ist echt Hammer. Sehr, sehr wild. Das ist auch direkt ein Timberlands-Laden. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht die klassischen OD-Timberlands haben, aber wir können eigentlich trotzdem mal reinsteppen. Mal gucken, was die so am Start haben. Ja, die haben halt die ganzen Timberlands hier. Zum Beispiel den hier für 147 statt 220. Ist auf jeden Fall ein guter Preis. Ansonsten ist aber auch hier nur Trash. Also Klamotten brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst gucken. Ansonsten haben wir halt hier nur solche Schuhe, ne? Geiles Ding, Digga. Der steppen wir auch ganz schnell raus. Das Ding ist, ich bin sogar jetzt hier in der Weihnachtszeit und früher war es eigentlich auch immer so, in der Weihnachts- und in der Black Friday-Zeit gab es die geisteskranke Angebote mit nochmal Rabatt auf die Rabatte, dies und das. Aber bis jetzt bekomme ich davon auch noch nicht ganz so viel mit. Naja, wir bleiben auf der Suche. Hier ist bei auch Gucci, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht rein. Mein Brief Philipp ist natürlich auch hier, aber ich glaube,
Da müssen wir jetzt auch nicht rein. Und da vorne, ihr könnt sehen, ist Off-White. Der ist auch noch gar nicht so lange hier. Ich glaube, der ist seit circa einem Jahr ist hier. Und da steppen wir jetzt auch mal rein. Man muss hier aber sagen, die haben halt diese geisteskrank alten Archive-Pieces schon gefühlt. Ich will nicht wissen, aus welchem Jahr das Ding ist. War es eigentlich ganz cool, weil die findest du sonst, glaube ich, gar nicht mehr. Die haben auch hier so einen Mohair-Sweater. Ich glaube, der kostet anstatt 800, 350 Euro. Ist sogar ganz okay. Also, ist immer noch viel zu viel. Aber für einen echten Mohair-Sweater ist eigentlich ganz okay. Der sieht so... Oh, ich habe den Backprint nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, er sieht eigentlich ganz cool aus, aber... Ja, da passiert halt das hinten, ne? Ich muss sagen, ich finde die Jacke sogar eigentlich ganz geil. So eine Pufferjacke in so einem Oliv mit so orangenen Patches. Die kommt auch nochmal cool, Real Talk. Ich glaube, ich lasse mir die mal meiner Size geben. Probiere die mal an, auch wenn ich wahrscheinlich nicht kaufe, aber ich will wissen, wie die aussieht. Hier ist das gute Stück. Die hat leider nur noch eine Size XL und keine L mehr. Aber wir probieren die jetzt mal an und ich bin gespannt, wie die aussieht. Das ist, by the way, mein Fit. Supreme Beanie, Unveiled Zipper, Vintage Workwear aus LA, schwarze Basic Denim und natürlich meine Balenciaga Boots. Hä, die ist sogar Real Talk nice. Guck mal, der Fit. Perfekt, schön puffy. Mit Kapuze kann man hier auch entspannt aufziehen, vorne noch zumachen, dies, das. Also ich muss sagen, so rein vom Fit ist sie wirklich sehr, sehr nice. Hier so mit geschlossener Kapuze jetzt. Doch, kann man safe machen. Ich finde die echt nicht schlecht. Für alle, die es juckt, das Teil kostet 959 Euro anstatt 1500, 35% off. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe die Jacke vorher noch nie gesehen. Stop the cap! Wir haben hier auch ganz, ganz viele Schuhe, Accessoires, Taschen, Rucksäcke, alles mögliche am Start. Sogar Nike X Off-White Teile, unnormal wack, aber sind die auch am Start, könnt ihr euch gerne kaufen. Ja, das war's von Off-White, war ganz okay, hatten tatsächlich echt teilweise ein paar coole Sachen, aber war jetzt auch nichts für mich dabei, nichts, was ich jetzt irgendwie kaufen muss und auch nichts, was ich irgendwie kaufen wollte. Ich will einfach mal abchecken, was die so haben und wir steppen jetzt, denke ich mal, auch direkt hier rein zu Prada, denn ich stehe gerade vor Prada. Hier, ihr könnt sehen. Prada. Aber hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen, selbes Spiel wie auch bei Nike eben schon, auch bei Prada gibt es ganz, ganz viele Sachen, die extra fürs Outlet produziert werden. Das sind keine Sachen, die irgendwie im Sale sind, die dann krass im Angebot sind. Ja, nice. Store einfach abgeschlossen. Kuss, Kuss. Beste Beispiel ist wahrscheinlich dieses Shirt hier, Real Talk. Ich glaube, das gibt es seit ungefähr 4 Jahren hier zu kaufen. Das ist irgendwie immer am Start. Genauso wie auch das hier. Das gibt es ja auch seit 4 Jahren zu kaufen. Oder auch das hier. Das sind alles T-Shirts, die eben extra hierfür produziert wurden, die es nur hier gibt. Es gibt hier aber auch eigentlich ganz coole Sachen, wie zum Beispiel diese Prada-Weste. Oder auch hier diese Prada Trackjacken, die sind eigentlich ganz nice. Es gibt hier aber auch Sachen, die es auch so zu kaufen gibt, wie zum Beispiel die hier. Ich glaube, die kosten Retail 1,3 oder so und die kosten hier 760 Euro. Wa? Also das ist eigentlich alles dabei. Das ist auch eine Prada gewesen. Ich stelle jetzt mal hier ein bisschen weiter. Ich glaube, ja, ist das halt ein Lindladen? Einfach Lindschokolade hat hier ein... Boah, da muss ich rein, Real Talk. Boah, Jungs, Lindor-Kugeln, Goat. Von den Jungs habe ich früher immer welche zu Weihnachten, zu Nikolaus bekommen und gefühlt gegessen, bis ich Diabetes bekommen habe. Was ist für ein cooler Store? Den gab es früher auch nicht, den habe ich noch nie gesehen. Einfach ein eigener Store von Lindschokolade, vor allem ist der unnormal riesig. Ja, Jungs, was soll ich euch sagen? Ich muss mir jetzt Tüte hier machen. Lindor Cheesecake. Boah, da sage ich nein. Let's go. Erstes LPU. Wie random. Okay, Lindor Cheesecake Live-Test, let's go. Nee, nicht so geil. Hä? Hier ist auch ein riesiges Riesenrad, ein Weihnachtsbaum. Wow, einfach schön. Hier ist Levi's und wer sich erinnert, hier habe ich früher die Sneaks gemacht. Hier war ich früher jedes Mal, habe meine 10, 15 Euro Levi's Hosen gekauft und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, es fängt schon mal gut an. Buy one, get the second, 50% off. Hier gibt es eine Levi's 519 extrem skinny für 62 Euro. Skinny Bracke einfach. Krank. Hier gibt es auf jeden Fall 501er. Ich habe hier auch eine, die kostet zum Beispiel anstatt 109 Euro 76 Euro. Ist immer noch sehr viel Geld. Und auf jeden Fall sind das noch nicht die Preise, die ich sehen will. Das Ding ist, früher dachte man sich auch, boah, 501er sind mies, baggy und dies und das. Aber heutzutage, wenn man die trägt, sind die irgendwie ganz normal. Hier ist eine 502 Taper zum Beispiel. Die kostet 90 Euro anstatt 130 Euro. Und das sagt einfach immer noch unnormal viel. Ne? Das, was man im Outlet ist und die halt immer noch 90 Euro kostet, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Früher habe ich hier Real Talk die Hosen für 15, 20 Euro gekauft. Das ist kein Witz. Aber ja, was soll ich sagen? Inflation, die Sachen werden teurer, auch natürlich im Outlet, auch bei Levi's. Ja, ansonsten ist jetzt hier auch nichts. Ich brauche hier nichts. Ich wollte es nur mal ganz kurz gucken wegen den Preisen. Aber ich wurde enttäuscht. Auf jeden Fall viel, viel teurer, als ich in Erinnerung habe und auch als es früher war. Weiß nicht, vielleicht gab es hier zu Black Friday noch irgendwelche krassen Angebote oder so. Aber das, was ich gerade gesehen habe, war auf jeden Fall noch nicht das, was ich erwartet habe. Wisst ihr, was krass wäre? Hier im Balenciaga Outlet. Boah! Digga, ich würde hier jede Woche hinfahren, ne? Laber, es gibt einen Worst Behavior Store hier. Den kenne ich auch nicht. Also ist auch nicht meine Brand so, aber habe ich auch nicht gewusst, dass der hier ist. Montblanc, Burberry,
Was? Es gibt einen Ritual Store? Hä, what the fuck? Seit wann gibt es einen Ritual Store? Aber das ist sogar ernst krass. Also da werde ich jetzt safe reingehen. Ritual ist ja auch nochmal gut hier. Ja, das ist sogar ernst krass. Die haben ja einfach alles, was es auch in einem normalen Ritual Store in Düsseldorf gibt. Hier gibt es alles Mögliche. Den Duft habe ich zum Beispiel auch in der Wohnung. Ritual of Jing, sehr, sehr nice. Habe ich damals von Yoshi empfohlen bekommen. Black Oud, auch ein Banger Duft. Habe ich im Wohnzimmer stehen. Sehr, sehr gut. Hier auch ein bisschen mit Rabatt. Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, das ist Cap. Ich glaube, das ist auch Fake Rabatt. Weil ich meine, der kostet Retail normalerweise in Düsseldorf 50 Euro im Store. Ansonsten echt ein cooles Ding. Also hier gibt es alles, was auch in Düsseldorf gibt. Ganz normaler Ritual Store. Jungs, wer noch Weihnachtsgeschenke braucht, ich sag euch, die Dinger hier carryen. D-Box und D-Box, ich will nicht wissen, wie oft ich schon verschenkt habe, kommen immer gut an, vertraut mir. Schreibt gerne mal in die Kommentare, aber ich glaube, das war tatsächlich auch meistens alles Cap, weil ich glaube, die Preise, die die da als Sale angeboten haben, waren die Preise, die es auch normalerweise zu kaufen gibt. Hier ist auch noch Monclizzy, aber da muss ich jetzt auch nicht rein, also brauche ich jetzt auch nichts von, aber ist tatsächlich auch hier, falls ihr was von Moncler braucht, schreibt gerne rein. Ja, also bis jetzt tatsächlich eigentlich relativ enttäuschend, ich habe jetzt nichts krass gefunden, keine krassen Angebote, nichts Besonderes, aber wir sind noch nicht durch, mal gucken, vielleicht finden wir ja noch was, aber bis jetzt auf jeden Fall echt mager. Oh, hier ist ein Birkenstock-Store. Keine Ahnung, ob es den damals auch schon gab. Ich weiß gerade nicht. Yoshi, du musst jetzt ruhig bleiben. Aber keine Sorge, wir steppen hier auch mehr rein. Digga, die haben hier sogar ernst starke Modelle. Hier, der hier zum Beispiel, in dieser Velour-Optik in grün. Das ist derselbe, den ich auch gekauft habe, nur in einer anderen Farbe jetzt eben. Und der kostet anstatt 150, 105 Euro. Ja, ist doch ein gutes Angebot. Dann gibt es hier noch so welche mit Fell innen drin. Stelle ich mir auch ganz geil vor für den Winter. Wahrscheinlich auch sehr gemütlich. Vor allem hier dieser graue. Der ist eigentlich auch sehr, sehr nice. Mit Fell innen drin, schön, mit weiß. Kommt auch cool. Gibt's auch noch einmal in schwarz. Ist auch ganz, der ist sogar, glaube ich, noch cooler. Safe. Also Real Talk, wenn man Birkenstock braucht, kann man hier hin. Natürlich gibt's ja auch diesen ganzen anderen random Birkenstock-Stuff. Die ganzen Sandalen, dies und das. Die haben echt viele Modelle. Natürlich jetzt nicht die unnormal geilsten, aber es gibt auf jeden Fall eine große Auswahl. Die Bostons kosten zum Beispiel anstatt 140, 84 Euro. Ist auch ein guter Preis. Ich persönlich finde aber die Velour-Variante auf jeden Fall deutlich besser als diese Variante. Ich persönlich brauche jetzt hier keine Birkenstocks, weil ich habe mir erst vor kurzem welche gekauft. Aber geile Musik. Lass mal abchecken, was die so haben. Vielleicht auch für euch ganz interessant, damit ihr Bescheid wisst. Falls ihr in der Nähe seid, ihr Birkenstock braucht, könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Hier am letzten Ende des Outlets-Gefühls sind auch Adidas. Aber das steppe ich jetzt nicht rein, weil brauche ich nichts, sage ich euch ehrlich. Hier gegenüber gibt es auch noch G-Star, Starbucks. Da hinten ist eine sehr, sehr geile Pommesbude. Wer eine Pommes essen will, steppt da hin. Aber hier endet das Ganze jetzt und deswegen müssen wir jetzt hier reinsteppen. Links rein und da gibt es dann noch Card und ein paar andere Stores. Angekommen bei Carhartt, da habe ich mir damals auch immer meine Cargo-Hosen gekauft. Ich glaube für 50% off oder so. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe jetzt hier auch keine Erwartungen. Die letzten Male, wo ich schon hier drin war, vor ein, zwei Jahren war ich schon irgendwie tote Hose. Aber früher habe ich halt... Ah, hier ist sie. Die legendäre Carhartt Aviation Pants in grün und in braun. Kostet hier anstatt 120 Euro, 83 Euro ist ein sehr guter Preis. Hier gibt es noch ganz viele verschiedene Hosen. Denims, Chino-Hosen. Leute, das ist einfach so eine Trackpants-mäßig von Carhartt. Hier ist auch noch die Regular Cargo. Ist eigentlich dieselbe wie die Aviation Pants, nur halt eben ein bisschen weiter. Also ihr könnt sehen, die ist unten einfach ein bisschen weiter und läuft nicht ganz so eng zu wie die Aviation Cargo. Sogar echt ein guter Preis. Anstatt 100 Euro, 70 Euro. Kann man safe machen. 30% off. Das ist auch, glaube ich, ein neuer Colorway. Weil früher waren die immer so ein bisschen mehr Oliver, so ein bisschen grüner. Und die ist so viel, viel blasser. Finde ich aber eigentlich ganz nice. Dann gibt es hier noch so ein überwackes Grün. Kann man, was die sich dabei gedacht haben. Probier die jetzt mal an. Es geht jetzt rein. In die Umkleide, let's go. Das ist der Lachs. Ich habe das einmal so angezogen, dass man die Boots so ein bisschen sieht. Ich ziehe die einmal hier so drüber. Sieht aus, wenn ich die drüber gezogen habe. Ist für meinen Geschmack noch ein bisschen zu eng. Also die könnte safe noch viel, viel weiter sein. Aber an sich für den Preis auf jeden Fall eine coole Card Cargo. Kann man safe abchecken. Und hier gibt es auch die OG-Farbe. Das ist, was ich meinte. Das ist diese OG-Farbe. Dieses ganz normale Olivgrün. Auch eigentlich nichts für mich wirklich dabei. T-Shirts, Jacken, Hoodies, der ganze Kram. Aber brauche ich alles nicht. Hier ist auch ein Crocs-Store. Da habe ich, by the way, sogar meine Crocs her. Ich habe ja auch Crocs und die habe ich hier gekauft. Ich glaube, für 15 Euro oder so. Die waren mies billig. Im Groben und Ganzen war es doch eigentlich. Also so viel mehr Stores gibt es jetzt hier auch gar nicht. Ich bin gerade auf dem letzten Gang. Und die sind eigentlich nur noch so random Stores wie S. Oliver oder Hugo Boss. Alles keine Stores, wo ich jetzt unbedingt rein muss. Und ich glaube, die sind eigentlich so gut wie am Ende. Wetter bockt tatsächlich gerade auch unnormal. Hat geistkrank angefangen zu regnen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man hier auch wieder raus muss. Ihr könnt sehen, da vorne ist wieder Nike. Das heißt, wir sind jetzt einmal hier überall rum, sind gerade von da gekommen. Hier haben wir eben gestartet. Wir sind jetzt einmal durchs komplette Outlet gelaufen und wir sind am Ende. Das heißt, es geht jetzt hier raus. Wisst ihr, was auch richtig geil ist? Ich habe gerade gemerkt, ich habe mein Parkticket, glaube ich, verloren. Die einzige Chance, wo es noch sein kann, ist im Auto. Wenn es im Auto jetzt nicht liegt, bin ich dann ist mein Parkticket weg. Dann kann ich jetzt hier schön kaum viel Geld latzen, um hier rauszukommen. Richtig geil, hat sich richtig gelohnt. Jawohl, es lag im Auto. Sehr, sehr wichtig. Ihr könnt es erkennen, ich bin wieder auf dem Rückweg. Ich habe es geschafft, habe mein Parkticket entwertet und bin jetzt wieder on the road. Wäre es eigentlich auch, für mich geht es jetzt wieder nach Hause. Ich meine, guckt euch mal das Wetter an. Mehr kann ich heute eh nicht machen. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieses Video gefallen. Ebenso ein kleiner, knackiger Outlet-Vlog. War, glaube ich, ganz interessant. Vor allem für viele von euch, die vielleicht mal dorthin fahren wollten. Ich gebe euch noch ein ganz kleines Fazit. Ich bin auf jeden Fall sehr enttäuscht. Bin aber auch tatsächlich mit keinen krassen Erwartungen herangegangen. Vor drei, vier Jahren war es auf jeden Fall noch deutlich krasser. Da bin ich auch echt oft hingefahren, habe auch echt krasse Deals gemacht. Aber
Naja, vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag erwischt. Da gibt es bestimmt auch Tage, wo du da einigermaßen gute Sachen findest. Das wär's mit dem Vlog. Lass gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Schreib gerne einen Kommentar. Lass auch gerne kostenlos ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Haut rein, mach's gut und ciao.